wie kann man das am leichtesten machen? Habe ich Ihnen mal, so arbeite ich, ein Energietagebuch, haben Sie das alles? Ja, wie arbeitet man damit? Ich sage Ihnen, soll ich Ihnen sagen, wie ich es mache? Ich habe das, ich mache das auch. Ich habe das seit 14 Jahren. Ich habe Ihnen mal das jetzt nur plakativ gemacht. Ich zeige es hier gleich. Wenn ich was für mich mache, ich sage mal als Beispiel, ich gehe laufen, ganz normal. Ich gehe zum Yoga oder mache einen Termin mit mir selber. Dann mache ich mir immer, gucken Sie mal, so ein, mit einem gelben Marker, ne, je nachdem, wie viel ich es gemacht habe, so einen Querstrich rein. Sehen Sie das? Ne, hier so einen gelben Strich, merke. Ich habe mir einfach, sagen wir mal, an dem Tag habe ich vielleicht eine Stunde Yoga gemacht oder bin ein bisschen gelaufen oder Rad gefahren, ist egal. Sauna gegangen, was Sie auch machen, ist alles offen. Und jetzt habe ich mal vor 14 Jahren damit angefangen, die Idee, die habe ich dann gesagt, okay, auf ein Blatt Papier. Weil mit, wenn man Farben visualisiert. Und mein Jahresprogramm, Energieprogramm, ist durch diese Art von Markierung immer gelber geworden. Also wenn ich in Urlaub gefahren bin, habe ich sag mal, oder dann aktive Sachen gemacht, dann ist natürlich der ganze Tag gelb. Ne? Ich meine, Sie machen jetzt eine Sportreise oder eine, fahren zum irgendeinem Retreat, dann ist ja der ganze Tag gelb. Ne? Und das kann man bei mir richtig sehen, wenn ich jetzt Ihnen meine 14 Jahre zeigen würde, wie das immer besser gelb geworden ist. Ne? Und wenn ich das jetzt rückwirkend sehe, ist meine energetische Performance immer besser geworden. Und jetzt kommt es auch für die Unternehmer, ich habe auch trotz alledem immer noch mehr Geld verdient. Also insgesamt meine Performance ist besser geworden, auch mein Kontostand. Und das ist ja nicht unerfreulich, dass ich noch meine Miete zahlen kann, alleine. Ja, gut, das ist jetzt meine, ich war jetzt 5 Wochen weg, weil ich nehme mir dann auch eine Auszeit ganz bewusst planen, das war auch mal so ein Traum, also Zeit für sich selber, das kann man auch mit 2 Tagen machen, aber das ist jetzt so ein bisschen mein persönliches Programm. Ich will nur mal Sie motivieren. Das kann man sehr schön machen. Und bei mir war dann so, wenn ich dann eine Woche hier nichts gesehen habe, da sage ich, oh, ich muss mir mal wieder einen gelben, ich muss mich mal belohnen, ich muss mir mal wieder etwas Gelbes eintragen. Und habe mich quasi gefreut, wie der Monat immer gelber oder besser geworden ist. Und nochmal, es geht nicht, dass Sie jetzt morgen anfangen, 5 Stunden zu trainieren und sagen, Sie kommen hier nach dem Semi-Workshop nach Hause und sagen, so, ich muss mein ganzes Leben umstellen, integrieren. Weil diese Zeit haben wir verloren. Und wenn Sie diese Zeit haben, das ist die größte Zeit für Ihre Wertschöpfung. Weil da beginnt im Grunde genommen, wie sagt man so schön, die Hochleistung oder eben auch Ihre Performance. Die beginnt in der Entspannung oder jetzt in unserem Fall Zeit für sich selber machen. Und übrigens, die Zeit muss man sich zwingen. Die muss man sich eintragen, sonst wird sie nicht frei. Und so. Und dann habe ich mich gefreut, dann habe ich mir das jetzt immer in meinem Buch einmal im Monat abgeschrieben. Und dann gucke ich und dann sehe ich ja. Und dann gibt es ja auch Sachen, wo man nichts ist, kann man wieder reflektieren. Aber irgendwie hat sich das so eingebürgert, ganz einfach, ohne Druck, ohne dass Sie jetzt irgendwas machen müssen. Und meine Jahresenergieprogramme sieht richtig schön gelb aus. Und ich kann auch reflektieren, dass dadurch mir es immer ein bisschen besser ging. Und sehe ja selber jetzt nochmal, wie ich mich in eine ganz gute energetische Performance gebracht habe. Okay? So, und dann, also das ist so ein bisschen Energietank füllen. Und Sie machen jetzt mal bitte folgende Übung. Sie schreiben sich einfach auf einen extra Zettel, schätzen Sie doch, lassen Sie liegen, wir sind gleich fertig, schätzen Sie mal Ihr Energieniveau ein von heute. Ich habe Sie ja nun regelrecht ein bisschen besprochen, dass Sie nicht so übermütig werden. Und zwar auf einer Skala von 1 bis 10, mal gleich. Auf einer, Sie kennen ja jetzt so ein bisschen, mit Energie haben wir ja gearbeitet, jetzt 3,5 Stunden. Schätzen Sie sich mal bitte auf einer Skala von 1 bis 10. 1 ist niedrig und 10 ist sehr hoch. Ich werde nicht fragen. Ja? Sie wissen ja jetzt so ein bisschen, um was es geht und können jetzt auch ein bisschen reflektieren. Das ist ganz wichtig und schreiben das Datum heute hinter. Das ist jetzt eine Übung. Von 1 bis 10, also 1 ist niedrig, 10 ist hoch. Einfach einschätzen, es wird auch keiner gefragt. Schreiben Sie das Datum hin, das ist eine super Übung. Und jetzt machen Sie es nächstes Mal, machen Sie wieder ein Kästchen, das ist zu Hause. Und das können Sie auch reflektieren und sagen, wann möchten Sie ein höheres Energieniveau erreichen? Ich sage mal, die meisten werden so zwischen 3 und 5 sein, maximal. Ja? So, und
Jetzt können Sie hinterschreiben, wann wollen Sie ein höheres Energieniveau erreichen? Da legen Sie aber mal jetzt nicht fest 10 Jahre, dann macht man es nicht, sondern ich sage mal 3, 4 Monate. Ja? Und jetzt haben Sie ja eine super, ne? Wie wollen Sie da aussehen? Weil jetzt schreiben Sie sich mal bitte hinter, ist ganz wichtig, erst bei einem Energieniveau von 8, 9 und 10, ich wiederhole, erst bei einem Energieniveau von 8, 9 und 10 können Sie sich begeistern und Menschen begeistern. Sonst läuft es nicht. Sonst laufen Sie weiterhin als Kümmerversion und wundern sich, dass nichts passiert, weil Sie das auch nicht ausstrahlen. Da kann man jetzt, die andere Frage ist, was wollen Sie jetzt in den 3, 4 Monaten verändern? Kann man sich immer schreiben, ist die Frage, was möchte ich verändern? Mein Verhalten, meine Denkweise, meine Ernährungsgewohnheiten und, und. Mein Schlaf, meine freie Zeit, das können Sie jetzt ja alles super mal reflektieren. Möglichst heute noch. So, und dann ist das Letzte, wenn Sie das haben, gleich, was sind meine 5 Schritte? Was muss ich jetzt sofort tun? Was sind meine nächsten 5 Schritte? Ganz wichtig, dass Sie ins Handeln kommen. So, dann sind wir durch, noch 5 Minuten, dann haben wir es geschafft. Habt ihr das verstanden? Wie gesagt, es gibt es alles nochmal per Mail, schreibe ich noch alles. Und Sie nehmen sich jetzt mal bitte, das ist wohl die wichtigste Übung, die wir jetzt machen. Sie nehmen sich bitte die Übung Verpflichtungserklärung für meine Potenzialentfaltung. Die nehmen Sie sich bitte vor. Die werden wir hier nur anreißen, wir sind gleich durch. Und dann können Sie die Übung wunderbar zu Hause machen. Ich möchte mit Ihnen gerne das Verständnis dafür wecken, was hinter dieser Übung steckt. Die passt auch so ein bisschen zu dem, was wir am Anfang besprochen haben, wenn Sie sich erinnern können, bin ich zukunftsfähig und, und. Ich lese mal vor, Verpflichtungserklärung für meine Potenzialentfaltung. Sie sehen schon der Satz, der Mensch hat die größte Befriedigung, wenn er sein Potenzial voll ausschöpft. Also dahinter steht wesentlich mehr. Und das Gegenteil von Ausschöpfen ist Mittelmäßigkeit. Und Mittelmäßigkeit, ich sage immer so schön, wenn Sie mittelmäßig sind, müssen Sie sich mal entscheiden, ob Sie so ein Leben führen wollen, dann gewinnen Sie keine Titel. Und Mittelmäßigkeit oder Normalsein ist man entbehrlich. Das müssen Sie selber entscheiden. Und ein bisschen schön Wetterpflanze, freizeitorientierte Schonhaltung, ich will nicht aus meiner Komfortzone raus, das ist da alles zu, also das Gegenteil. Also übrigens, es gibt, was sind die Grundbedürfnisse eines Menschen? Es gibt 2 Grundbedürfnisse, sonst mache ich, würde ich das hier alles gar nicht tun, das ganze Theater. Es gibt 2 Grundbedürfnisse. Das erste Grundbedürfnis ist, eines Menschen ist das Thema Sicherheit, völlig verständlich, ne? Geborgenheit, haben Sie auch schon mal gehört, Angenommenheit, also soziales Verhalten, versteht mal, ich fühle mich wohl in einer Gruppe und, ja? Also mehr Geborgenheit, Sicherheit, das ist 1 Grundbedürfnis. Das 2. Grundbedürfnis ist Leistung. Das heißt, ein Grundbedürfnis des Menschen ist, dass ich über mich hinauswachse. Das ist ein Grundbedürfnis. Ein Grundbedürfnis nach Abenteuer, auch ein bisschen Risiko, raus aus der Komfortzone. Das sind Grundbedürfnisse. Also ich sage immer, Leistung ist keine Körperverletzung, Leute. Das ist ein Grundbedürfnis. Und jetzt kommt was ganz Interessantes, das können Sie jetzt gleich alles sofort überprüfen. Wenn Sie einer dieser 2 Grundbedürfnisse nicht gestillt haben, ich wiederhole, wenn Sie einer dieser 2 Grundbedürfnisse nicht gestillt haben, dann kommt es zu sogenannten Ersatzhandlungen oder, Klammer auf, Ersatzbefriedigungen. Da müssen Sie sich das selber jetzt überlegen, was das für Sie bedeutet. Bleiben wir bei Ersatzhandlungen. Exzesse, Drogen, Alkohol, verstehe mal, und. Warum? Weil keine Balance da ist. Also das ist immer Süßigkeiten, ich immer alles diese Themen, das sind alles Ersatzhandlungen. Alles exzessive Sache. Das heißt natürlich, sollte man mal auch in reingehen, ne, aber auch wieder rauskommen. Weil auch dieses Grundbedürfnis muss ja überhaupt erstmal, wie sagt man, gestillt werden. So, und was ist das Problem? Dieses erste, was ich sagte, das Grundbedürfnis nach Sicherheit, ist bei uns mehr oder weniger vollgestillt. Warum? Durch unsere alltagshypnotischen Routinen.
Das ist, ne, da hängen wir ja alle drin. Das ist gestillt. Und deshalb können Sie sich erinnern, eingangs, ich muss raus aus meiner Komfortzone und. Meinen Status quo verlassen. Wie mache ich mich zukunftsfähig? Welche Potenziale brauche ich für die Zukunft und. Und dafür gilt diese Übung. Die Übung ist, ja, ich bin bereit, meine schlummernden Potenziale voll zu entfalten. Das ist so ein bisschen, wenn Sie sehen, eine eigene Verpflichtung. Zum Beispiel, um groß zu werden, sollte man immer eine Verpflichtung eingehen, auch mit sich selber. Und wer richtig mutig ist, der macht es sogar öffentlich. Also Beispiel, ich sage, in 3 Monaten laufe ich einen Ironman oder ich mache irgendwas und ich verpflichte mich öffentlich, weil ich dann den Druck habe, damit auch umzugehen. Aber entscheidend ist, ich komme nicht weiter, ich muss mich verpflichten, auch mit mir selber. Und da ist die wichtigste Übung, die sehen Sie jetzt, was sind Ihre Potenziale, Leidenschaften und Fähigkeiten? Und da habe ich Hinweise gegeben, machen Sie das schön auf DIN A3, DIN A4 Papier, das ist so eine Zeit mit sich selber. Ne? Ja? Können Sie auch mit einer Partnerin machen, Partner mit Kindern, super Übung, machen Sie erstmal aber alleine, eine relative Sicherheit bekommen. Ne? Dann maximal 10 bis 15 Potenziale aufschreiben, einfach aufschreiben, nicht überlegen, seien Sie mutig. Was haben Sie? Jeder hat was. Ja. Dann, wenn Sie es fertig haben, auch verpflichten, handschriftlich alles, Datum, Unterschrift gut sichtbar aufhängen. Und warum diese Übung? Jetzt kommt ein Dilemma. Warum machen wir diese Übung? Weil die meisten haben keine Ahnung von sich selber. Das ist ein Dilemma. Die meisten Menschen, auch Unternehmer, haben keine Ahnung von sich selber. Und wir glauben zu schnell an unsere Schwächen und nicht an unsere Stärken. Und da kommen Sie so ein bisschen raus. Ja? Jeder Mensch hat Talente, Potenziale und Leidenschaften. Die müssen wir natürlich mal gucken. Also eine Leidenschaft ist es, ich sage jetzt mal, ich will. Wichtig ist, wenn Sie das aufschreiben. Schreiben Sie es auf und fragen Sie nicht, wie ich es erreiche. Nicht einfach aufschreiben. Beispiel, eine Leidenschaft könnte sein, Unternehmer, Männer, komm, ich will Millionär werden. Ist in Ordnung. Sehen Sie, einfach mal aufschreiben, zutrauen. Das ist damit gesagt. Oder anderer sagt, ich will, Leidenschaft ist auch, einen Bestseller zu schreiben. Oder ein Millionen-Umsatzunternehmen aufzubauen. Im Sport gut zu sein, in der Firma gut zu sein, auf seiner Arbeitsstelle gut zu sein, alles. Und da gucken Sie mal nach Ihren Talenten. Ne? Weil aus den Talenten, so arbeite ich auch mit Unternehmern, kommen dann die Ziele und Visionen. Wenn das nicht klar ist, ist es nicht so effektiv, über Ziele, Unternehmenskonzepte und so weiter zu sprechen, gerade bei Gründern, weil die müssen sich erstmal mal darüber klar werden. Sie werden sehen, wenn die das dann machen, kriegen die einen völlig anderen Zugang zu ihrem Konzept oder überhaupt zu ihrer Geschäftsidee. Also hochinteressant. Ja? So. Ja, dann. Ich denke, haben wir doch alles besprochen, oder? Gibt es noch? Nee, ich meine, also das könnt ihr zu Hause machen. Gibt es noch Fragen? Nö, ne? Ja, kleine Frage. Ja, hier war noch eine Frage, Meditation, um vielleicht Bilder zu kreieren. Meditation ist natürlich immer gut, weil es auch das neuronale Geräusch beruhigt. Also auch Meditation ist vielleicht ganz wichtig, die noch nicht so geübt sind. Es ist ganz gut am Anfang, dass man auch ein bisschen spazieren geht. Das ist auch, kann auch eine Meditation sein, wenn ich eine Einstellung habe. Ich will Ihnen auch sagen, warum. Es wird da ein großer Fehler gemacht. Wenn ich nach Hause komme und sofort meditiere und bin noch geistig aus dem Alltag, ne, noch voll drin, der Körper hat noch nicht geschwitzt, sage ich auch warum, dann ist es kontraproduktiv zu meditieren, weil ich kriege das Ding da vorne nicht abgestellt. Was ist optimal? Ich gehe erstmal ein bisschen spazieren, mache ein paar Bewegungsübungen, dass der Körper ein bisschen schwitzt, weil was heißt schwitzen? Da kommt entgiftet. Ne? Und dann meditiere ich. Also ganz wichtig. Das wird Ihnen kaum einer sagen. Auch. Nee, na gut, gute Frage, morgens, ich war jetzt genau morgens gut, wir sind ja eh in der Aufwachphase sind Sie im Alpha-Zustand. Wenn Sie dann sofort sich irgendwo still hinsetzen, meditieren, ist super. Der Yogi sagt, also wir sind ja dann um 4 Uhr aufgestanden, zum Beispiel, ich habe gelernt, man braucht nur noch 4 Stunden Schlaf.
das lernt man. Muss man lernen, 2 Monate kommt man da ran. Also es geht ja aber hier nicht in diesem Kontext. Also das mal zu lernen, überlegen Sie mal, ich habe einen Tag von 20 Stunden, müssen Sie mal vorstellen, ne? Man weiß da gar nicht mit anzufangen und ist nie müde. Ich habe gelernt, mit 4 Stunden Schlaf auszukommen. Das geht aber nicht in solchem Kontext. Ne? So, und was war jetzt? So, und da ist wichtig, da steht man um 4 Uhr auf, weil der Yogi sagt, also in der Meditation, gute Frage, der Tag wird erst so ab 8, 9 gemacht, weil dann beginnt diese Aktivität. Ne? Auch in diesem geht ja das Leben los. Und da ist es gut, wenn man vorher meditiert, deshalb stehen die so früh auf. Weil dann wird ja der Tag gemacht und da ist es ab 8, 9, 10, ist ja Aktivität, ne? Auch in dem Gesamtfeld. Dann ist es nicht so gut zu meditieren, dann fällt es schwerer, weil wir ja nicht Einzelwesen sind, sondern wir sind ja mit allem verbunden, das spüren wir. Wie spüren wir das in der Großstadt? Ne? Das nennen wir den Tapetenwechsel, ich muss mal raus aus der Stadt. Weil eine Großstadt hat immer energetisch gesehen eine drückende Energie. Das spüren wir, wo wir sagen, ich muss mal aufs Land, ich muss mal raus ein Wochenende, kennt ihr das, ne? Ich muss mal irgendwo anders hin. Das drückt energetisch. Deshalb brauchen wir in der Großstadt ein höheres Energieniveau. Also das hängt auch noch drin, in so einem morphogenetischen Feld. Okay, gibt es noch Fragen? Ja, Leute, also, ich weiß nicht, was ihr wollt. Doch keine Kümmerversion, haben wir doch hier ganz gut hingekriegt. Schaut mal, ihr habt jetzt mehr oder weniger, haben wir hier 4 Stunden, ne, mit einer kleinen Pause gemacht. Wach, also es geht alles. Ich kann mich nur bei Ihnen bedanken. Es war wirklich ganz tolle Zeit. Und ich denke, Sie haben jetzt genug zu tun und auch schöne Aufgaben. Und ich freue mich, wenn ich Sie irgendwo wiedersehe. Wünsche Ihnen jetzt einen guten Heimweg und noch danke mal fürs Kommen. Und danke an die Faltin-Truppe. Es hat ja alles hier mit Ihnen prächtig geklappt. Also, Dankeschön.